entscheiden. Die Veranstalter des Pirna Stadtfestes sind gut gerüstet. Das Programm steht und es wartet mit vielen bekannten, manch neuem und einigen wiederentdeckten Programmpunkten auf. Wir haben überlegt, 777 sieht tatsächlich sehr lustig aus und deswegen haben wir natürlich gedacht, irgendwas Kleines, Besonderes muss es dabei geben bei der 777. Das heißt, wie gesagt, wir haben ja die Jump-Jugendparty am Samstag, das ist ja schon ein bisschen was Neues. Ansonsten haben wir für Jung und Alt von allem was dabei und wir denken einfach, so rund wie die 777 aussieht, so rund, hoffen wir, wird auch unser Programm sein. 13 Spielstätten wird es zum Stadtfest geben. An der Elbe ist der Sport zu Hause mit Beachvolleyball, Drachenbootrennen und Showbühne. Zudem ist die Feuerwehr präsent. In der ganzen Altstadt verteilt gibt es verschiedene Bühnen. Im Klosterhof ist der historische Handwerkermarkt zu Hause. Im Zollhof organisiert das Jugendhaus Hanno ein Programm für das junge Publikum. Die ganz große Show findet wie in jedem Jahr auf dem Marktplatz statt. Allerdings wird der Programmablauf neu gestaltet. Wir beginnen, wie gesagt, am Freitag, wo Herr Oberbürgermeister Hanke das Stadtfest eröffnen wird, gemeinsam mit der Musikschule. Danach haben wir 20.30 Uhr eine Schlagershow mit Uwe Jensen und Ines Adler. Anschließend spielt die Gruppe vom Mand. Das wird also, denke ich, nochmal ganz stimmungsvoll werden. Der Samstag wird etwas mehr dem jüngeren Publikum, beziehungsweise dem jung gebliebenen Publikum zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben am Tag verschiedene Aktionen für Kinder. Wir haben ein buntes Programm, auch wieder mit der Musikschule. Wir haben ein großes Zelt, wo man Ping-Pong spielen kann. Und wir haben ab 18.20 Uhr circa dann die Jugendparty mit Jump, wo also 4 verschiedene Gruppen auftreten werden. Bis gegen Mitternacht, denke ich, wird dann Stimmung sein. Für den historischen Part beim Stadtfest sorgen auch in diesem Jahr die Retter. Das Theaterspiel zur Geschichte der Stadt Pirna wird an 2 Tagen aufgeführt. Außerdem sind die historischen Kostüme auch beim Festumzug zu sehen, denn der zieht zum 777. Stadtgeburtstag wieder durch die Altstadtgassen. Also es gibt wieder einen Festumzug, weil wir eben auch gesagt haben, 777, das gehört dazu. Der Festumzug wird also am Sonntag stattfinden, 15 Uhr beginnt er auf der Gartenstraße, führt dann über den Zwinger zum Markt. Und wir werden Vereine, wir werden Firmen von Pirna dabei haben, also im historischen Gewand Leute, die mitlaufen. Und ich denke, das wird eine sehr schöne Sache. Das Stadtfest vom 18. bis zum 20. Juni wird organisiert von der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna. Bei der Sponsorensuche unterstützte der Verein Kultur für Pirna. Gemeinsam wurde der Etat für das Stadtfest aufgestockt. 40.000 Euro, die Hälfte der Kosten, übernimmt die Stadt. Den Rest zahlen die Sponsoren, allen voran die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Auch die Pirna selbst bringen sich mit Ideen und Programmpunkten in das Stadtfest ein. Mobilisieren musste man eigentlich niemand. Jeder ist eigentlich, der Beteiligten ist gekommen, hat gefragt, können wir wieder eine Bühne machen, zum Beispiel in der Niederen Burgstraße. Also da war eigentlich überall eine große Bereitschaft, da irgendwie mitzutun und das Stadtfest wirklich rundum mitzugestalten. 3 Tage Feierlaune stehen Pirna bevor. Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen, damit vom 18. bis zum 20. Juni ganz Pirna auf den Beinen ist.